Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Sigmaman. Ich bin euer Sigmaman und diesmal bin ich mit einer Hurricane Mark IV unterwegs. Das Besondere an der ist, dass die nur noch zwei Maschinengewehre hat statt acht. Aber das macht nichts, dafür haben wir aber auch zwei 40mm Kanonen unter dem Flügel. Und die rocken schon das Haus, wenn man denn damit trifft. Was wir auch heute versuchen werden. Ich bin die Hurricane jetzt, also die Hurricane hier, keine Ahnung, vielleicht zwei, dreimal geflogen. Ich kann es nicht genau sagen. Aber die paar Mal jetzt, wo ich sie geflogen bin, war ich hin und weg von ihr, wenn man dann halt getroffen hat mit den Pompoms. Und ja, ich versuche das Ganze jetzt noch einmal. Nur für euch. Und schauen wir mal. Da vorne sehen wir auch schon die ersten paar Gegner. Oh, Knut! Er ist zurück! Knut, der Eisbär. Ja. Ja, ich könnte auch die Bodenziele da angreifen. Das sind nämlich, glaube ich, alles... Ups. Na? Das sind alles Panzerwagen und ich habe nur hochexplosive Munition jetzt dabei, die eigentlich perfekt gegen... fliegende Ziele ist, aber selbst gepanzerte Fahrzeuge sind mit denen doch ganz gut abzuschießen mit. Ich sehe gerade, die 110er wird angegangen. Die 110er versucht mich anzugehen. Das ist unschön. Warum versucht die das? Okay, weichen wir mal aus. Mal ganz schnell. Oh, noch was. Oh Gott! Das wäre jetzt eine kurze Folge, wenn ich jetzt drauf gehe. Ich getroffen. Lalalala. Aber jetzt. Geil! So, wo ist das andere Ding da hinter mir? Da. Geh mir da auch mal die an. Ich bin der Meinung, ich treffe. Ich treffe anscheinend doch nicht. Das Ganze nochmal im Zoom. Nein. Mal halt mal Maschinengewehrarbeit. Lalalala. Ah, jetzt. Ja, sorry. Killstealer, aber das hat mich schon verleitet, das zu tun. Lalalala. So, das tut mir also auch fürchterlich leid, dass mein Ton weg war. Ich nicht mehr, also mein Ton war da, allerdings mein eigener Ton, ne, hier. Der war nicht mehr vorhanden. Da hat das Headset anscheinend ein bisschen gespackelt. Das macht aber nichts. Jetzt bin ich wieder da. So, ich, ja, keine Ahnung, 109er und mein Kollege, der ist eine, oh ja, der ist ein Bomber und das, ja. Keine Ahnung, wer da wen gerammt hat. Auf jeden Fall ist irgendeiner nicht mehr da. Und ich finde es auch voll schade, dass das jetzt der Ton weg war, weil man hat meinen Jubelschrei gar nicht gehört, wie ich die E-112 gerade weggeballert habe. Ah, das war so schön.
Hat man hören müssen, aber naja, ich hab's gehört. Ihr könnt es euch ja vorstellen. So, aber das ist ja noch eine E-112. Vielleicht können wir ja die angehen. Ist das die letzte? Ne, da sind noch ein paar. Ich weiß aber gar nicht, wo die sind. Wo sind die? Da! Oh, eine U87. Na komm, die bietet sich doch auch so schön an. Die wird auch schon fleißig von der Flak hier beschossen, von uns. Die ist auch auf dem Weg zu mir. Ja, die will mich. Aber das werde ich ihr nicht gönnen. Also angehen kann sie mich, wenn sie will. Allerdings, ja. Schön gemacht. Ach, eine G2, die hat auch Kanonen dran. Kleinere wie ich, dafür ist er aber auch wesentlich schwerer zu steuern. Und nicht getroffen. Jetzt haut die Sau auch noch ab. Müssen wir mal Gas geben. Was? Wer? Ah, da. Oh, ich sehe gerade, wir kommen näher. Langsam, aber wir kommen näher. Jetzt die Frage, wer kriegt ihn? Ich oder die Spitfire? Frage ist, wer will wen haben? Statt dann gehe ich doch lieber die anderen da an. Oh, das sind 311er. Lass mich raten, die sind alle im... Nein, sind sie nicht. Im Squad. Oh je, oh je, oh je. Oh je. Oh je. Bitte greift den zuerst an. Lasst mich in Ruhe. Nein. Ist der kaputt? Bitte lasst mich ganz in Ruhe. Flak. Flughafen. Ja, da werden wir einen sicheren Schuss setzen. Oh, getroffen habe ich. Aber ob das jetzt ausreicht? Ich weiß nicht, ob der jetzt einfach nur so runterzieht, um auszuweichen. Das werden wir gleich sehen. Nee. Habe ich schön getroffen. Schön getroffen. Ah, herrlich. Hör mal, da hat noch einer. Der haut ab. Gehen wir den da an. Was haben wir noch da? Zwei Sunderlands, die irgendwo darum gammeln. Und einer, ja, stimmt, die war auch noch übrig. Der will mich haben. Der will mich haben. Oh, weißt du was? Ich gehe die E111 da hinten an. Der jetzt gerade wieder gedreht hat, der Sack. Der lockt mich doch nur. Sind bei mir kaputt. Nur Verkleidung. Oder warte mal, ich gucke mal gerade. Ne, doch, doch, er will mich locken. Vielleicht kann ich einmal kurz auftauchen und wieder abtauchen. Und wenn ich unten bleibe, bin ich sowieso weg. Also dann kriegt mich die Flak nicht. Andere Frage ist halt nur, wäre es jetzt nicht schlauer gewesen, der anderen E111 hinterher zu jagen? Dann hätte mich aber die E112 gekriegt, die auch schon da ist. Gehen wir dich mal an. Alle, was wir haben. Ah, jetzt zieht er hoch, der Drecksack. Nein, ich krieg die so nicht. Feuer. Nein, ich krieg die so nicht. Ah! Nein! Fehler, Fehler. Warum mache ich auch so einen Scheiß? Runter, 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 runter. Hilfe rufen bringt auch nichts mehr. Es ist keiner da, der mir helfen könnte. Also es sind welche da, aber die sind wesentlich zu weit weg. Ich muss trotzdem mal. Ich guck mal, wo die sind. Einer da. Oje. Oh, 10. Ah, Gott. Ja.
Oh, war das eng. Ach, schade. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn ich den jetzt so gekriegt hätte. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht klappt das ja. Auch wenn gerade mein Wasser anfängt zu kochen. Oh Gott. Oh nein. Und hochziehen. Ah. Nope. Das glaube ich wird nichts mehr. Da ist der Motor zu sehr überhitzt. Noch. Ah, 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 ah. Ah, okay, gut. Knut, der Eisbär, hat mich erwischt. Ah, war trotzdem schön. Da fliegt ja der Sack. Hätte ich den doch bloß nur getroffen mit dem einen Schuss. Aber was soll's. So. Oh, warte. Jungs, Leute, Mädels, das muss ich mir noch mal angucken. Ah! Nein! Oh, ich habe die Bombe anfliegen sehen. Oh, das ist aber gemein gewesen jetzt. Na gut, komm. Das würde ich mir jetzt mal ganz kurz angucken. So lange bleibe ich da drin. Normalerweise mache ich das ja nicht wirklich. Boah! Was machst du? Ja, viel Spaß beim aus dem Trudeln rauskriegen. Aus der Höhe. Ja, genau, steig aus. Oh, das hasse ich ja. Leute, die dann einfach aussteigen. Klar, es ist sinnlos gewesen, aber hat der jetzt einen Kill dadurch gekriegt? Ah, hat seinen Kill gekriegt. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, scheint verloren zu sein. Ist verloren. Ja, schade. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Meinungen habt, schreibt es in die Kommentare und denkt dran, Daumen hoch ist immer schön und ein Abo wäre noch viel, viel besser. Ich habe es gerade versprochen, ja, ich weiß, ich bin halt so ein kleiner Sprachfehler. Ja, bye bye!